Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-up, dem Videocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-up. Heute geht es um Spionageartikel, Spionagekameras eigentlich. Also nicht, dass ich Sie dazu anleiten will, jetzt zu spionieren bei Ihrem Nachbar, aber man kann viel Spaß damit haben, viel geckige Sachen machen. Und eins sollte man wissen, das, was früher wirklich nur Spionen vorbehalten war, das kann heute jeder kaufen und sich viele Leute leisten. Schauen Sie mal, ich habe eine Kamera mitgebracht, eine sehr, sehr kleine Kamera. Da sieht man gerade mal das Objektiv und auf dem Bildschirm hier kann man schon erkennen, die macht ein ganz ordentliches Bild. So groß ist diese Kamera. Andere Leute würden sagen, so klein ist diese Kamera. Es ist eine ganz normale Videokamera mit einem FPS-Ausgang, sodass Sie die an Ihr Fernsehgerät anschließen können und die Bilder wiedergeben. Mikrofon hat sie auch eingebaut. Sie ist von Visotech, kostet 29,90 Euro komplett mit Netzteil und die kann man schon mal irgendwo hin montieren, wo sie gar nicht so sehr auffällt. Aber ist es jetzt schon eine richtige Spionagekamera? Ich weiß es nicht. Ich zeige Ihnen mal meine Fernbedienung. Ich habe da etwas mitgebracht an meinem Schlüsselbund. So sieht die Fernbedienung aus. Nun, ist das jetzt eine richtige Fernbedienung? Und wenn ja, wofür? Nein, ist es nicht. Wenn wir uns die mal genau ansehen, da sind zwei Tasten. Eine Universaltaste und eine zum Ein- und Ausschalten. Und dann hat die hier vorn, da an dieser Stelle, ein kleines Loch. Da sitzt normalerweise dann eine Leuchtdiode bei einer Fernbedienung. Hier sitzt eine Kamera dahinter. Und hier ist ein USB-Anschluss zum Aufladen des eingebauten Akkus und zum Übertragen der aufgenommenen Video- und Tonsequenzen auf den PC. So, und wenn ich die einschalte, dann kann ich entweder Fotos machen. Diese kleine Kamera hat 2 GB Speicher fest eingebaut. Man kann ihn auch nicht erweitern. Sie kostet 49,90 Euro, ist von Octacam. Und ich kann außer Fotos zu machen, auch indem ich hier länger drauf drücke, dann blinkt die kleine Leuchtdiode dreimal. Ist ganz schwer zu sehen, weil sie nur klein ist. Sie sollte ja nicht auffallen. Dann kann ich damit auch richtig schöne Aufnahmen machen. Und ich habe zum Beispiel mal versucht, das Aquarium bei uns aufzunehmen. Und da kann man, glaube ich, schon erkennen, liegt zwar auf dem Tisch mit einem roten Tuch, aber im Hintergrund, das Aquarium ist ganz klar und ganz deutlich. Trotz, dass diese Kamera so klein, so leicht und so unscheinbar ist. Ist das jetzt schon alles? Da kennen Sie mich schlecht. Nein, das ist eine Kamera. Jetzt muss ich mal in meine Hosentasche gehen. Will mal meinen Autoschlüssel holen. Die Autoschlüssel kennen Sie heute alle. Die sind ja mittlerweile modern geworden. Auch wenn das hier kein richtiger Autoschlüssel ist. Soll ich es Ihnen zeigen? Da an der Seite, da befindet sich ein Slot für eine Speicherkarte. Und hier kann ich eine Speicherkarte bis 16 GB reinstecken. Diese Schlüssel ist nämlich auch eine Kamera. Daneben der Einschalter. Und daneben diese USB-Anschluss, wieder für den Rechner, zum Aufladen des Akkus und zum Übertragen der Daten. Und wo ist nun das Objektiv? Machen wir mal den Schlüssel wieder zu. Genau hier vorn an dieser Stelle. Da kann man es erkennen. So, und wenn ich die Kamera jetzt einschalte, diese Taste da 2 Sekunden etwa drücken, dann ist sie in Bereitschaft. An der Seite ist auch eine kleine Leuchtdiode, die ist nur ganz, ganz schwer zu erkennen. Da sieht man sie jetzt leuchten. Und wenn ich jetzt auf Aufnahme drücke, dann blinkt sie ganz kurz, geht aus. Und das heißt für mich, das soll ja nicht auffallen. Man soll also nicht irgendwo laufend irgendwas blinken, damit jemand auffällt. Das heißt für mich, jetzt ist die Aufnahme gestartet und ich kann Bild und Ton in wirklich guter Qualität aufnehmen. VGA ist also 640x480. Ja, und die Bilder sind doch wirklich gut, kann man überhaupt nicht meckern. Und man muss sagen, für so eine kleine Kamera und 16 GB Speicher kann man maximal da hineinstecken. Wissen Sie eigentlich, wie viel das ist? Nun, dieses Format hier, das ist ein AVI-Format, das ist ein AVI-Container, wo die Daten drin gespeichert werden.
Das ist ungefähr so, dass man sagt, dass ich 2 GB für die Stunde brauche. Also mit 1 GB eine halbe Stunde. Demzufolge könnte man damit, wenn der Akku so lange mitspielen würde, 8 Stunden Video aufnehmen. Ist schon enorm, was? 50 Euro knapp, also 49,90 für dieses technische Wunderwerk. So, jetzt, ich leg's mal hierher, damit es nicht ganz wegkommt. Was machen wir denn jetzt? War immer noch nicht zu Ende. Ich greife nochmal in meine Hosentasche. Und, oh, was habe ich denn hier? Ach, ein altes Benzinfeuerzeug. Kennen Sie diese Dinger noch? Die gab es früher mal. War so Sturmfeuerzeug. Also das ist fast schon ein Kultgegenstand. Und funktioniert immer noch. Ja, muss ja funktionieren. Es ist ja gar nicht alt. Es ist ja neu. Und was ist es? Eine Kamera. Schauen Sie mal da. Da ist das Objektiv versteckt. Da, dieses kleine Loch. Und daneben ist ein Taster. Wenn ich auf diesen Taster drauf drücke, so, dann ist sie jetzt eingeschaltet. Und jetzt kann ich damit Aufnahmen machen. Und wie komme ich daran? Nun, fest eingebaut ist hier ein 4 GB Speicher. Und wenn ich die Hülle abziehe, da kann man dann auch sehen, da ist wirklich das Objektiv. Daneben ist wirklich dieser Taster. Und daneben dieses runde Loch, das ist für einen Adapter, da kommt ein Klinkenstecker rein, der hat einen Adapter auf USB und da kann ich meine 4 GB, also 2 Stunden Video, rausladen. Kostet auch 49,90 und funktioniert, wie Sie gesehen haben, als Feuerzeug. Da kann ich einstellen den Feuerstein, die Spannung davon, wie stark er andrücken soll und daneben ist diese Watte, ich wusste erst gar nicht, wie das funktioniert mit Feuer. Zeugen, dass man da Benzin drauf tröpfeln muss und dass man dann anschließend tatsächlich da wie ein richtiges Feuerzeug damit arbeiten kann. Also auch von Octacam. Und bei dieser Kamera ist es sogar so, die hat noch eine höhere Auflösung. Die hat 1260 x 980 Bildpunkte und man kann durchaus erkennen, dass die Qualität sehr gut ist und dass man damit eine ganze Menge Aufnahmen machen kann. Wer also ein Feuerzeug bei sich herumtragen muss oder will, hat damit auch immer eine Kamera mit Tonaufzeichnung. So, legen wir auch zu dieser Sammlung hin. Jetzt sind wir fertig? Noch nicht. Ich habe noch etwas mitgebracht. Wenn Sie sich das mal ansehen, hier meine Kugelschreibersammlung hier oben, da hängt die Sonnenbrille davor. Dieser etwas dickere Kugelschreiber, da haben wir genau da, über dem Bügel, da befindet sich ein ganz kleines Loch. Geben Sie sich nicht viel Mühe, es ist kaum zu sehen. Ich nehme ihn mal raus, vielleicht können Sie es dann besser erkennen. Das ist also ein ganz normaler Kugelschreiber, sieht einigermaßen schick aus. Da können Sie, glaube ich, jetzt auch das Loch erkennen, genau über dem Bügel, unter diesem Aufkleber. Und wenn wir uns ansehen, ich kann die Mine herausdrehen, da, und kann ganz normal damit schreiben. Und ich kann damit Videos aufnehmen. Dieser Kugelschreiber hat einen 2 GB Speicher eingebaut, hat auch Aufnahme in VGA-Qualität, also 640x480 und einen einzigen Bedienknopf hier oben. Wenn man da drauf drückt, wird es eingeschaltet und automatisch beginnt auch dann die Kamera aufzunehmen. Blau und jetzt blinkt sie, orangefarben. Das steht übrigens falsch in der Bedienungsanleitung. Da muss man also ein bisschen probieren, kommt man aber schnell und sehr einfach dahinter. Ja, und dann hat man wieder eine Spionagekamera, ganz unauffällig, die als richtiger Kugelschreiber funktioniert. Und auch diese Kamera kostet 49,90 Euro und ist von Summicon. Eine unauffällige Lösung. Ich möchte nur noch mal sagen, so schön wie die Sachen sind, aber machen Sie keine Dummheiten damit. Man darf niemanden aufnehmen, ohne dass er das weiß. Zum Spaß, bei einer Party oder sonst wo, was ganz anderes. So, und wenn ich das Ding jetzt auseinanderschraube, dann sehen Sie hier, kommt ein richtiger USB-Anschluss zum Vorschein. Und das kann ich jetzt direkt in meinen Hub stecken oder in mein Notebook und kann die Daten übertragen. Und kann gleichzeitig wieder den eingebauten Akku damit aufladen. Denn alle Geräte haben Akkus, alle Geräte haben Anschlusskabel, hier gibt es auch eine USB-Verlängerung dafür. Und alle diese Geräte haben auch ein Netzteil, damit man es auch unabhängig, wenn man unterwegs ist zum Beispiel und keinen Computer hat, wieder aufladen kann. Bildqualität, muss man sagen, ist gut. Sie haben es gesehen, das ist die Aufnahme im Büro gewesen bei uns.
Und da kann man wirklich nicht meckern. Das ist keine so besonders gute Beleuchtung gewesen, aber eine besonders gute Aufnahme. Und Spaß macht sie auch. Sind wir jetzt fertig? Immer noch nicht. Einen haben wir noch. Einen. Aber ich will erstmal meine Sonnenbrille rausholen. Und diese Sonnenbrille, das ist eine UV-400 Sonnenbrille, also eine vollwertige, gute Sonnenbrille, die auch das ultraviolette Licht, was ja unsere Augen auch schädigt, obwohl wir es nicht sehen können, abhält, bis ins Auge einzudringen. Und da hat die ganz dicke Bügel. Und auf diesen Bügel, da können Sie hier eventuell sehen, da sind Tasten drauf, genau da. Und da sind auch Beschriftungen drauf, Vorlauf, Rücklauf, Ein-, Aus- und so weiter. So, das ist nämlich ein MP3-Player, diese Sonnenbrille. Wenn ich jetzt hier unten meine Ohrstöpsel anschließe und auch hier auf dieser Seite und schalte sie jetzt ein, dazu muss ich etwas länger auf diese Ein-Taste drücken, dann geht eine blaue Leuchtdiode an, so, und dann dauert es einen kleinen Moment. Und dann können Sie selbst hören, dann geht die Musik los. Ja, ich glaube, kann man so hören. So, und jo, jetzt kann ich die Sonnenbrille natürlich aufsetzen und damit durch die Gegend marschieren. Diese Sonnenbrille ist aber von Octocam und das heißt, da ist mit Sicherheit eine Kamera drin. Da oben. Da oben drüber in der Mitte ist so ein ganz, ganz kleines Loch. Dahinter steckt die Optik. So, und mit dieser Optik, ja, da kann ich jetzt natürlich über die Mode-Taste einfach umschalten und dann die Aufnahme starten. Entweder Fotos machen mit 1280x960 Bildpunkten auflösen oder ich kann Videos aufnehmen mit VGA-Auflösung. Die Brille selbst hat 4 GB Speicher eingebaut, 8 GB kann man als Karte noch hinzustecken, die kommt da an der Seite, dann da unten rein, fällt nicht raus, hat eine Verriegelung da drin. Ja, und dann hat der auch einen Akku eingebaut, dieser hochwertige Apparat, muss man schon sagen. Da kann ich 3 bis 4 Stunden Video aufnehmen, dann habe ich meine 8 GB Karte auch voll und ich könnte 5 bis 6 Stunden MP3s hören. Und das ist also so ein multifunktionales Gerät für 79,90 Euro. Und ich denke, oh, macht so richtig Spaß, im Sommer damit rumzulaufen. Viel unauffälliger kann man eigentlich Aufnahmen nicht machen. Unauffällig ja, aber nicht heimlich. Ich sag's nochmal. So, dann haben wir die Sache so weit durch. Das sind diese Spionagekameras, die ich Ihnen heute mal zeigen wollte, an denen ich viel Spaß habe. Eine Sache noch, Sie sollten versuchen, wenn Sie Aufnahmen machen mit all diesen Kameras, sehr ruhig die Aufnahmen zu machen. Also nicht mal schnell hin und her gucken, das bringt gar nichts. Das kann man anschließend sich nicht ansehen, sondern ganz langsam, ganz ruhig herum. Und wenn ich mir zum Beispiel das Mischpult ansehe, dann drehe ich mich mal weiter und gucke mal hoch auf unsere Poster. Die haben Sie sicher schon öfter mal gesehen und das nächste und auch wieder das nächste. So macht dann später auch die Aufnahme Spaß. Wenn man schnell hin und her geht, macht es keinen Spaß. Aber Technik muss Spaß machen, Technik macht auch Spaß. Ich wünsche Ihnen ebenfalls genauso viel Spaß wie mir damit und tschüss.